Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, in Thüringen. Irgendwo in Thüringen, also genau, ja, kann man sagen, ne, am Inn oder so, ne. Das ist das Maisfeld, den wir ernten wollen. Und hier haben 100%, 110% von der Fruchtfolge perfekt im Wachstum. Also es dauert noch ein bisschen, ne, also hier werden wir auf jeden Fall später Mais ernten. Ich habe versucht, hier mit Outreif einer Strecke her einzufahren. Mal sieht, das klappt. Schwierig wird es auf jeden Fall. Ich werde einfach so ein Fahrzeug fahren. Und jetzt geht es zurück zum Hof. Immer die Kühe ein bisschen Stroh geben. Mal gucken, ob ich dann einen Fütterwischwagen hinbekomme. Weil Strohball nimmt der mir nicht an. Also, ja. Das wird ein schwieriger Fall hier mit Outreif. Deswegen braucht der Kollege auch so lange für. Gut, breite Straßen kannst du nicht erwarten, ne? Das ist ja auch nicht so. Oder brauchst du hier aktive Mitspieler, ne? Ja, den Mokra steht schon. Also immer die Kühe Milch geben, ne? Das ist ja bald der Fall sein. Erstmal. Noch nicht. Machen wir den Kurs hier aus. So. So, mal gucken. Ein bisschen Stroh haben wir hier und dahinter. Mal wie lange Stroh, reicht, ne? So, Futter haben sie noch. Ob ich mit denen auch Stroh gestreut kriege, mal schauen. So Stroh aufnehmen müsste eigentlich normalerweise. Da reicht nur noch für 17 Stunden, das ist ein bisschen wenig. Ja, die Folgen sind nächste Woche. Deswegen ist schon mal ja vorbei. Macht aber nichts, ne? Stroh an. Also unter kein Stroh. Auf. Richtig ganz. Und da muss ich ihn reinheben. Das kann ich auch tun. Radlader habe ich auch da. Ja, das ist eine Mais-Silage hier vorne. Prozent. Da hinten ist Grassilage. Hätte man vielleicht eine Farm nehmen sollen. Das müsste Grassilage sein. Wenn es fertig ist. So. Wir wollen den kleinen da, oder? Der kommt nicht so hoch. Gott, Leute.
Haben wir hier Außenansicht. Wir haben nur Stroh haben, ne? Aber das ist so viel. Ich muss mal einstellen, es kann sein, dass er den Stroh haben will. Muss er also einstellen, dass er auch Strom nimmt. Da geht's auch. Möchte ja nur Stroh haben. Wir möchten ja hier reichlich Milch bekommen, ne? Muss die Uhrzeit sich verlängern. Ja, tut's. Ich probiere oben rein da. Das ärgert mich so, dass wir da so nicht hinkommen. Oder müsste Sackgasse, also hier ein, naja, es war ungünstig, so. So, Stroh. Würde für einen Tag reichen. Gut. Ich werde mal hier mit dem Häcksler schon mal hochfahren. Mit dem Krone, weil der hat nämlich das Ding da, ne, so ein Maishäcksler, der andere kann nur aufnehmen. Damit wir morgen anfangen können, ne? Das gute Stück werden wir einfach hier reinsteuern im Silo. In den LKW. So. Oder nicht? Hit. Aber ich werde dann einen anderen Anhänger nehmen, ne? Da hätten wir ja 1, 2, 3 richtige Original Teile. So. Und Innensicht. Zeit ein bisschen vorspulen. Ah, 9. Die BGA wird ja auslaufen. Mist reicht sowieso nicht aus. Daher. War ja auch nur ein Versuch, ne? Ja, den Mist haben wir auch zu spät gesetzt gehabt, dadurch haben wir ein bisschen weniger Mist, denke ich mal, bekommen. Gucken, wie das ausreichend ist für einen Tag oder für zwei. Strecken würde ich so auch existieren. Wir armen Bauern. Ach, der andere fährt ja auch noch, flügt ja noch, oder?
Die Maisballen werden doch verrobt, wenn ja weg wollen, ne? Das ist ja nicht so ein Problem. Jetzt zwickt er den rechten Bein. Ups. Hört ihr überhaupt was? Immer nicht, ne? Doch. Und gut, angekommen. Zumindest hier wollen noch einiges geholt werden. Den können wir gleich nehmen. Wo steht er? Hier im Weg, ne? Hier wundersteckt der Reparatur, ne? und frisch lackiert. Ich muss aber ja deaktivieren, das ist drin. Zu unrealistisch. Entschuldigung. Ja, und versuchen mit zwei Anhänger zu fahren. Zumindestens. Ja. Probieren, ne? Oh, Regen. Guck mal gleich, ne? Wie schön. Halb typischer Herbst, ne? So, mal eins. Mal gucken, ob ich da noch einen freien Traktor habe oder einer dranhängt. Könnte ja sein. Ansonsten muss ich mir einen knappen. Und was wichtig ist, ich muss hier den der ist frei. Okay, dran, ne? Ich muss da die Punkte einfahren, also bezeichnen. Was ist 011 oder so? Oh ja, jetzt bin ich müde. Nee. Bisschen arm oder jetzt und schon wieder müde. Ah, wir gehen so schnell. Dann denkt man, oh, wir haben nicht viel geschafft. Ich werde mal ganz einfach so ein Berg. Ja, genau. Zum Punkt einfahren brauche ich keinen Hänger zu. Eingefahren habe ich hier schon mal. Versucht jedenfalls. So. Das machen wir Punkt 2. So. Auch den machen wir mal.
Was Silo 1? Mal das mal. Ja. Ich hoffe ja, dass irgendwann jemand das so perfekt hinkriegt, dass ich sagen kann, oh, meinst du Scheiße? Meine Kurse. Und übernehme dann freiwillig das bessere Silo 1. Spur 1. Ja, das ist Spur 2 normalerweise. Das ist dann hier ebenfalls Silo 1. 1. Rustin könnte das machen. Aber auch keine Ferien mehr. Ja. Eins. Wo ist gut geschrieben, ne? Das ist nicht richtig geschrieben. Das ist nicht richtig geschrieben. Mal sehen, wie das klappt überhaupt. Also. Das klappt schon mal nicht, weil da vorne nichts rumsteht, ne? Wahrscheinlich alles wegräumen müssen. Wahrscheinlich. Nehmen wir jetzt den Bergmann. Das soll ja heute erstmal einen neuen Tag vorgespult werden, ne? Muss er noch am Feld irgendwie einen Anfang finden. Irgendwie. So. Irgendwie. Ja, vorgetankt ist er. So halbwegs. Die Sonne scheint wieder, wie schön. Ist ja mit Flügen bald fertig. Er arbeitet noch, ist gut. Na? Na? Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Und das soll schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schon Dank fürs fleißige Reinschauen. So, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier. Übrigens. Und dann ist auch schon ein Tag weiter und wir wechseln meist. Tschüss.